Moin, willkommen zurück zu einem neuen Unboxing hier auf diesem Kanal. Ja, heute habe ich für euch von Kingdom of Giants Passenger. Habe ich gefunden beim Plattenladen meines Vertrauens. Musste natürlich sofort zuschlagen, also da blieb mir keine Wahl. Die habe ich dieses Jahr gesehen vor Barry Tomorrow. Meine ich. Doch ja, muss. Barry Tomorrow. Vor Barry Tomorrow habe ich die gesehen. Hat mir sehr, sehr gefallen. Live, absolute Wucht. Die mal wieder irgendwie da sind, irgendwo zum Angucken. Gönnt euch das auf jeden Fall. Hier haben wir die Rückseite, einmal die Tracklist. Aber natürlich versuche ich zuerst mal wieder diesen Sticker hier oben abzumachen. Mal gucken, ob das gelingt. Bis gleich. Das ging tatsächlich leichter, als ich dachte. Gucken wir uns den neuen hier mal an von Sharptone. Hier. Clear with Black and Orange Splatter. Only 500. Limited Pressing. Genau. So, dann machen wir das Ganze mal auf. Das Ganze hier ist kein. Okay. Das Ganze hier ist kein Gatefold. Ja. Und ich habe es einfach gesehen und dachte mir, dann nehmen wir das mal mit. Das kann ja keinem schaden. Mir am wenigsten. So. Mal schauen. Wir das hier aufkriegen. Wie gesagt, ich habe die einmal live gesehen, dachte mir, die sind echt gut. Aber mehr Erfahrungen mit denen habe ich teilweise auch nicht. Also ich habe auch keine Ahnung, was für andere Alben die haben. Und was bei denen gerade so aktuell ist. Aber ich fand die ziemlich gut. Persönlich. Der ja gerne mal sagen, ob ihr die kennt, ob ihr die mögt, ob ihr die nicht mögt. Je nachdem, wie es so ist. So. Ja, wir haben mal die volle Frontcover. Das sieht ein bisschen gut, das ist ein bisschen unheimlich. Egal, darum soll es nicht gehen. Hier mal die Rückseite. Tracklist. Wayfinder finde ich geil. Das Lied. So. Dann hier einmal Band- und Albumtitel. Und dann gucken wir mal rein, was uns drinnen so erwartet. Ah ja. So. Dann haben wir einmal die Lyrics zu allen Titeln und hinten drauf wahrscheinlich die restlichen Lyrics und Thank Yous. Und zu jedem. Ja. Das ist sehr solide. Das ist jetzt. Auch es geht. Man kann es eigentlich relativ gut lesen. Es ist okay. Es ist nicht sonderlich groß, aber es ist auch nicht sehr, sehr klein. So, dann wollen wir uns mal angucken, wie das Ganze hier aussieht. Ja, ist etwas. Ist etwas. Ist jetzt nicht mein Favorite, aber es geht hier ja dann auch eher um die Musik als um das Aussehen. Oh, ich mag dieses Label. Ist nicht cool. Sieht cool aus. Witzig. Ja, das soll es an der Stelle dann auch schon wieder gewesen sein. Band und das Album ist verlinkt. Die Platte leider nicht. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr online. Ich weiß es aber nicht. Da wird im Laden gekauft. Ja, Band ist verlinkt. Album auf Spotify ist verlinkt. Hört da gerne rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.